Hallo, herzlich willkommen zu noch einem Rossmann Hall. Und zwar habe ich euch, glaube ich, im letzten oder vorletzten, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall habe ich in euch in einem meiner letzteren Videos gesagt, dass es bei uns der Rossmann, der macht zu und da gibt es 25% auf alles. Und da habe ich ja schon einmal zugeschlagen. Ich fahre quasi immer dran vorbei, wenn ich mir zum Kindergarten bringe und habe dann gestern Morgen gesehen, dass es 50% auf alles gibt, weil er macht quasi heute, also am Samstag zu und das war der Freitag. Und 50% auf alles. Und dachte mir, alles klar, ich kann ja nochmal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Und ich habe noch was gefunden. Hier ist schon mal Katzenfutter. Ich muss dazu sagen, da gab es null Auswahl mehr, ne? Also da waren wirklich noch ganz, ganz wenig Sachen drin. Und dann gab es euch auch nur noch dieses Katzenfutter. Und dachte ich mir, naja, Whiskas kaufe ich sonst nicht. Und es kostet eigentlich 3,25 €. Aber es ist halt die Hälfte. Da habe ich gedacht, naja, dann kann ich ja mal kaufen. Weil Luna isst das gerne so auf diesem Beutelchen. Habe ich gleich dreimal gemacht. Dann habe ich hier so ein Dunstfettfilter-Set gekauft. Das ist für meine Dunstabzugshaube. Kostet 2,99 €, jetzt noch 1,50 €. Ne? Da sind zwei Filter drin und die kann man sich quasi zuschneiden. Und das wollte ich mal machen. Da wollte ich sowieso mal gucken, ob ich da nicht sogar auch von den Resten noch was für meinen Staubsauger zusammenschneiden kann. Mal gucken. Dann habe ich mir einmal ganz normale Tampons geholt. Also da gab es, wie gesagt, kaum noch Auswahl, ne? Dann habe ich einmal hier erster Fencheltee. Das ist, kann ich euch ja mal zeigen, falls für die, die es nicht kennen. Wenn ich es denn ausprobiere. So. Das sind solche Dinger. Die macht man einfach auf und kannst ins Wasser reinmachen. Und normalerweise sind hier diese Granulate oder Pulver irgendwie mit Zucker. Das ist aber zuckerfrei. Das fand ich ganz gut. Und das ist halt immer gut zum Mitnehmen oder wenn es mal schnell gehen muss und man eigentlich nicht so die Zeit hat oder nicht warten will, bis der Teebeutel. Also ich habe auch noch meinen Fenchel-Tee als Teebeutel, aber bis der Teebeutel halt durchgezogen ist. Und die kamen dann noch 1 Euro. Dann habe ich hier so ein Schokomüsli gekauft. Also ich mag ja gar kein Müsli, weil ich ja keine Milch mag und kein Joghurt und dann ist mir das einfach viel, viel zu trocken. Und Mia isst aber Joghurt und deswegen kommt dann mal in ihren Joghurt immer so ein bisschen Müsli rein, dass hier so ein bisschen was Crunchiges drin hat. Also ja, hat halt auch viel Kalorien, ne? Ist halt auch, da ist halt auch viel Zucker drin und sowas, ne? Zucker, naja, 13 Gramm geht ja noch, wenn ich mir die Cornflakes angucke. Aber so ab und zu mal, ne? 1,49 minus 50%. Dann in der Babyabteilung gab es richtig wenig. Richtig wenig noch. Ich habe einmal Buttergemüse mit Kartoffeln und Rind. Das ist ab dem 8. Monat. Also es dauert noch, aber haben wir schon mal. Und Kartoffeln mit Gemüse und milden Gulasch. Auch ab dem 8. Monat. So. Dann habe ich hier so eine Fotobox gekauft. Die habe ich mir das letzte Mal schon angeguckt, dachte mir aber so, nein, brauchst du nicht. Aber jetzt für 1,50 € dann im Endeffekt, da kann man einfach so die Fotos vom Baby einfach so reinmachen oder halt auch andere Sachen, so, weiß nicht, den Bauchnabel zum Beispiel. Also die Sachen, die man so vom Baby halt noch so übrig hat. Und das fand ich ganz süß. Weil ich bin nicht so ein Mensch, der diese Fotos und sowas irgendwie aufklebt oder so. Deswegen kann man die einfach hier drin sammeln und die gehen nicht verloren. Dann habe ich diesen Tee hier nochmal geholt, Blueberry Muffin. Den habe ich noch und den habe ich ja zum Weihnachten geschenkt bekommen, weil ich den total ja, lecker fand. Und der hat jetzt irgendwie auch noch 1,10 € oder sowas gekostet. Und dafür kann man echt mit denen schmecken. Wirklich wie so ein Blaubeermuffin, kann man nicht anders sagen. Haben die echt gut hingekriegt. Dann habe ich die letzte Nuckflasche noch geholt, die es da noch gab. Die kosten ja sonst 6 Euro und ja, also ich habe jetzt mehrere Flaschen ausgetestet und ich finde die Nuckflaschen irgendwie am allerbesten. Und ja, die haben wir jetzt noch, damit wir packen die immer in den Geschirrspüler rein. Wir haben so eine, kann ich euch mal zeigen. Wir haben hier so eine Funktion, diese Funktion da, könnt ihr die sehen? Die ist so für Flaschen. Da wird das nochmal extra, da wird das nochmal extra heiß gemacht, also so ein bisschen desinfiziert und sterilisiert. Also deswegen fand ich ganz cool. Und hier ist auch nochmal so eine Probe drin, dieser Spülreiniger. Den habe ich auch noch, aber meistens packe ich die halt wirklich in den Geschirrspüler und das ist super. Aber das Problem ist halt, wenn das, wir haben zum Beispiel jetzt im Moment, ich glaube, 8 Flaschen da drin. Und
Ja, man macht den Geschirrspüler, wir machen den zwar jeden Tag an, aber manchmal fehlt einfach eine Flasche. Deswegen brauchen wir einfach mehr Flaschen, dass wir den halt anmachen können und auch mal warten können damit. So, dann habe ich nochmal Schnuller mitgenommen. Das waren die einzigen noch in seiner Größe, also in Größe 2. Und Größe 2 hat er gar noch. Ich glaube, ein paar habe ich schon gekauft. Die sind ja ab 6 Monate. Er ist ja 5 Monate. Deswegen ist das bald dran, dass ich die ganzen Schnuller auswechsel. Dann habe ich für Mia Maus hier Haarreifen gekauft. Die haben noch 1 € gekostet. Das sind so 3 Stück. Für meinen Mann, dem Raucher, Feuerzeuge. Und die waren richtig günstig. Die haben 40 Cent gekostet und davon nochmal 50% runter, also 20 Cent. Und die finde ich halt so süß klein irgendwie. Fand ich einfach niedlich. Dann habe ich mir eine, ich glaube, 1-Minuten-Kur oder so, genau, 1-Minuten-Pflegekur geholt von Schauma. Also die Schauma-Shampoos finde ich eigentlich ganz gut. Und da gab es halt auch wirklich wenig Auswahl, deswegen dachte ich mir, nehme ich das jetzt hier mit 7 Blütenölen. Dann habe ich mir von Dove diese Haarpflege gekauft. Die habe ich schon zu Hause und die kostet auch regulär nur 99 Cent. Das fand ich irgendwie günstig. Das ist, wenn ich meine Haare mal nicht richtig durchkämmen kann. Ne? Und jetzt noch 50 Cent. Und weil ich die jetzt schon habe, habe ich mir gedacht, kaufe ich einfach nochmal nach. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Das ist jetzt nur schon so geschüttelt. Und normalerweise hat man da zwei Phasen, wo man schütteln muss und ja. Dann habe ich hier so Ersatz-Klobürsten geholt. Ich weiß gar nicht, ob die bei uns passen, aber ich probiere es einfach mal. Ich finde, sowas kann man immer mal gebrauchen. Man muss die Klobürste ja auch mal irgendwann austauschen. Und wir haben die ja jetzt auch schon ein Jahr. Deswegen ist das, glaube ich, hygienisch. Dann habe ich hier noch mal Nudeltopf mit Gulasch, ungarischer Art. Das hört sich ja richtig an wie, weiß ich nicht, wie so ein richtiges Essen. Nur püriert. Naja, auf jeden Fall, das ist. Und wir haben auch mal überlegt, ob wir so eine Baby-Food-Challenge machen wollen. Dass ich quasi die Gerichte. Also, natürlich ist mein Mann wieder das Opfer. Dass ich quasi diese Gläschen ganz normal mal aufwärme, so wie Ben sie auch kriegen würde. Und dann verbinde ich ihm die Augen. Oder, naja, die Augen brauche ich ihm gar nicht verbinden, aber dass ich das quasi. Ich zeige, was er bekommt und er muss dann erraten, nach was es schmeckt. Finde ich ganz gut. Dann habe ich hier noch, genau, habe ich noch so Schminkstifte gefunden. Die habe ich das letzte Mal auch schon gesehen. Die kosten halt 1,99 € und da dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ihr mein Video gesehen habt, wo Mia zum Kindergeburtstag eingeladen war. Da war sie als Biene geschminkt und da musste ich sie auch gelb schminken und ich hatte keine Schminkfarbe mehr. Und da habe ich mir richtig in den Hintern gebissen, dass ich diese Dinger hier nicht gekauft habe. Und habe es ja dann mit Lebensmittelfarbe und so probiert. Also es ging alles. Aber Fasching kommt ja jetzt erst. Und wir haben einmal noch im Kindergarten eine Faschingsfeier. Und wir haben hier in der Tanzschule auch nochmal eine Faschingsfeier. Und dann dachte ich mir, kann ich sie vielleicht noch mit schminken? Sie wird als Tiger gehen. Naja, muss ich mal gucken, ob ich da mit einem Tiger einfach schminken kann. Aber 1 € haben die noch gekostet. Dafür geht das auf jeden Fall. Und was ist hier noch? Ein Anspitzer ist auch noch mit bei, genau. Dann habe ich zweimal Tic Tacs geholt, weil Mia die total gerne isst. Die kommen aber gleich weg. Dass sie die gar nicht erst sieht. Und dann nochmal Smarties. Da nehme ich auch immer gerne. Die nehme ich gerne mit, wenn wir zum Beispiel mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Dann habe ich vorne so ein Smartie. Wenn sie dann irgendwann nölig wird, wenn wir so weit gelaufen sind oder so, kriegt sie so Smarties und ist dann total glücklich. Der Baby Ben wollte mit dabei sein. Uah, du schweres Baby. Genau. Das war jetzt quasi mein Einkauf. Ich habe noch was für meine Mutter geholt und zwar so Prosecco in der Dose. Fand ich ganz cool. Meine Mutter trinkt halt so gerne Prosecco. Gab so kleine Proseccos. Die fand ich eigentlich dieser niedlich. Prost. Oh. Ich habe ein Spuckbaby. Also die gab es in so einer kleinen Dose. Die fand ich noch ganz süß. Die haben irgendwie 90 Cent gekostet. Also dann noch 45 Cent. Fand ich ganz toll. Dann habe ich ihr noch einen Salbeitee gekauft, weil meine Mutter im Moment auch so ein bisschen erkältet ist und sie trinkt halt so gerne Salbeitee und Salbeibonbons. Habe ich ihr noch was gekauft? Ach so, und auch einmal diese kleinen Feuerzeuge in Lila gab es noch. Mein Mann hat die in Blau bekommen.
Meine Mutter in Lila. Ich fand, die sahen halt so niedlich aus. Und ich habe bezahlt insgesamt. Also eigentlich hätte ich 59 Euro bezahlt. Und habe nur 29 Euro bezahlt. Und ich habe, ja, 29,62 habe ich gespart. Und also ich finde es cool, aber es sind jetzt halt nicht so. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es natürlich noch so Waschmittel, Toilettenpapier, sowas gegeben hätte. Ne? Aber ist ja klar, das war rucki-zucki ausverkauft. Und Parfüm gab es noch da so ein bisschen, aber habe ich jetzt auch keins gefunden, was so toll war. Also es gab wirklich nur noch die Sachen eigentlich, die ja keiner mehr haben will. Es gab zum Beispiel keine Zahnbürsten mehr, keine Zahnpasta oder so. So die Sachen, die man sich so super auf Vorrat hinlegen kann. Ne? Also gäbe es eine Zahnpasta, hätte ich einfach 10-mal Zahnpasta gekauft und hätte es auf Vorrat hingelegt. Aber gab es nicht. Aber ich war ganz stolz wegen dem Katzenfutter. Und Luna freut sich bestimmt auch drüber. Ne, Bibi Ben? So, und jetzt räume ich den ganzen Quatsch mal weg. Und dann treffe ich mich gleich mit der lieben Katrin. Deswegen muss ich mich jetzt weiter fertig machen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.